So, was kaufen wir denn mal Schönes? Oder was ändern wir um? Umhang hast du Guardian Cape. Das ist soweit alles okay. Mirvana, nö. Die Blutrune brauchen wir nicht. Fliegen, ja, Fliegen wäre schon praktisch. Nehmen wir doch mal Fliegen statt Mana und Ding ins Austausch. So. Das Sprinten bleibt auch drin. wir könnten runterstufen, aber ich weiß ja nicht. Nee, komm. Mehr Gold. Wenn wir ihn jetzt umbringen, ist echt Jackpot. Aber ich habe da meine Zweifel. Sie hat viel zu wenig Lebenspunkte. Was können wir jetzt ja noch ändern? Wir haben 25.000 zum Verbraten. Also mehr Angriffskraft, damit der Gegner schneller stirbt. Wobei das momentan schon ziemlich teuer ist mit 3.300. Ich glaube, ich erhöhe lieber das hier mal eine Weile. So, 14%. Was mit Rüstungsklasse? Wie teuer bist du? Das geht noch. So. Invultime, Tränke bringen mehr. Tränke bringen mehr. Wir kriegen ja ein paar Hühnchen. Ich glaube, das nehme ich mal. Sprüche kosten weniger. Mehr Schaden. Nee, komm, Lebenspunkte. Lebenspunkte, Lebenspunkte, Lebenspunkte. Und nochmal Crit. So, 96. Lebenspunkte. Nee. Ich glaube, das wird nichts. Wir sollten eigentlich mit der jetzt einmal noch den ganzen Dungeon durchlaufen, oder? Ich glaube, ich mache das mal. Oh. Weil ich sehe mich nicht wirklich den Endboss mit einer Spielumkette umbringen, jetzt noch nicht. Und da wir eh in diesem neuen Anlauf hier mehr grinden wollen, grinde ich einfach mal durch. So. Da oben ist noch eine Truhe. Oh. So. Da oben ist noch eine Truhe. Und ja, das Fliegen ist sehr praktisch. So, Boss-Truhe Nummer 1. Boss-Truhe Nummer 2. Hier ist nichts. Das schnelle Laufen ist echt schick. Vor allem kombiniert mit Fliegen und Doppelsprung, weil man viel weiter kommt damit. So, jetzt müssen wir erstmal ein paar Gegner umbringen, um die Lebensmittel wieder zu kriegen. Also dich und... dich und wir kriegen ja keine Lebenspunkte wieder. Stimmt, das ist so ein kleines Detail. Was ich ganz vergessen habe. Naja, dafür kriegen wir ganz viel Gold. So, okay. So. Oh ja, Boss töten. Ich würde sagen Paladin oder Hokage. Wobei, wenn wir die Hokage nehmen sollten, müssten wir vorher Lebenspunkte erhöhen. Oder Rüstung. Weil sonst kriegt er das nicht hin. Dann ist er nach ein paar Schlägen tot und das wäre nicht so toll. So, runter. Ne, warte mal. Haben wir hier noch irgendwo Kisten? Oben ist so ein random Raum. Ups. Gut. So. Zing, schon da. Ah, ne. Nee. Gott. Ich könnte mich an diese schneller laufen langsam echt gewöhnen. Jetzt sollten wir es ja doch mal in die Runen-Dinge mit reinnehmen. So, nächster Teleporter. Maya-Gebiet. Zing. Oh, da sind richtig viele Truhen oben links. Schwing. Nö.
Sehr schön. Warum sagst du, die richtig gut Spielung hätte? Vor allem die Crit-Chance hat richtig was gebracht. So. Also vielleicht doch den Boss mit E hier probieren. Hey. Ups. Aber... Oh. Ah, da bin ich doch extra dem Wolf aufgeswichen. Dann machst du da unten so ein Dödelkram. Wow. Was zur Hölle? Das war, glaube ich, das erste Mal, was wir den gesehen haben. Komisches Vieh. So, hoch. Oh. Ja, die... So. Oh. Aha. Ducken. So. So, da kommen wir gar nicht ran. Ne? Ärgerlich. Schöne Gold. Na gut, dich nehme ich mit. Sehe ich auch. So. Wow. Viele... Hey, nicht direkt in die Dingens reinfliegen. Ja. Ah, 6000 Gold ist wow. Schön und so, aber... Leben ist bei uns momentan echt viel zu mau. Oh, nein. Ja, wir müssen ganz dringend Lebenspunkte bekommen. Nicht hier. Auch wenn da oben noch Kisten sind, das bringt uns so nichts. Ja, also hier hin, hier hin, hier hin. Porten. Und zwar zum Boss vom ersten Raum. Erste Ebene. So. Kaputt. Komm. So, kaputt. Zur Übergang in den Turm. So. So. Und jetzt wieder ganz nach da oben. Ja, doch. Weil die Kisten im Meierbereich bringen schon gut was. Wow. Dieser doofe Teleporter. So. Rechts. Oben. Wieder so ein komisches Krummelgeräusch. Au. Ja. Also die Kiste hier oben wird wahrscheinlich unsere letzte sein. So. Achso, wir finden jetzt hier ganz viele Hühnchen. Ja, Fake-Kisten. Mit doofen. Sehr schön. Irgendwo sind hier noch ganz viele Skelette. Ah. Einen Treffer halten wir nicht mal mehr aus. Ja, dann mal weg. Oh. Weg hier. Oh, aber das noch. Da wäre noch eine Kiste gewesen. Links. Na gut, nicht geplant. Gib mir einen Paladin. Oder einen Hokage, aber keine Spellswords. Spielung hätte Paladin. Kann nicht 3D sehen und ist flexibel. Das klingt schon mal gut. Und ein Hokage. Ein riesiger Hokage. Das heißt, er hat eine größere Reichweite. Ich glaube, mit dem Hokage hier bringen wir den Boss um. So, dafür brauchen wir mehr Lebenspunkte, richtig? Also Crit-Chance und Crit-Damage bringt bei ihm gar nichts. Lebenspunkte, wenn wir die erhöhen würden, würde er davon nur einen prozentualen Anteil bekommen. Also er kriegt nicht 10 mehr, sondern halt nur 4 oder 5. Allerdings, wenn wir jetzt Stärke erhöhen, würde das für ihn mehr bringen. Weil die ja bei ihm prozentual erhöht wird und nicht gesenkt, im Gegensatz zu den Lebenspunkten. Aber er hält denn echt nichts aus. Was ist mit Rüstung? Ich glaube, Rüstungen werden auch mitigiert, wenn es nicht die richtige Klasse ist.
Ja, komm. Glaskanone. Nicht getroffen werden und so. Und das da. Eine Riesenhugage. Und daran muss ich denken. Damit kann ich mich nämlich durch die... Ah, ja, stimmt. Kann ich mich durch die Geschosse durchwarpen? Also sagen wir mal, die Trainingspuppe hier ist ein Geschoss. Und ich bewege mich jetzt nicht gleich, sondern die Trainingspuppe bewegt sich auf mich zu. Ich simuliere das nur dadurch, dass ich auf sie zulaufe. So, sie kommt auf mich zu und ich warp einfach dahinter. Geht das? Ja, mal gucken. So. Erstmal bin ich gespannt, wie viel Schaden unsere Hokage bei dem Boss macht. Das müsste ja erheblich mehr sein als bei der Bewahrer neben. So. Rein da. Und diesmal wurde es übersprungen. Hallo, Johannes. Mhm. Jo. Der Verräter. Ja, okay. Wow. 189. Und die Reichweite ist echt genial. Au. Au. Du kleiner Doofer. So. Ja, du bist tot. Hallo Fontäne. Mhm. Knirsch. Jo. So, Hühnchen aufsammeln. Oh. Jo, die ist gleich kaputt. Und es klappt mit dem Durchporten. In die falsche Richtung geportet. Oh. Ja, yeah, nein, ein Treffer nur noch. Ist da noch irgendwo ein Hühnchen? Nein. Nein! So sollte es doch nicht enden. Aber ja, das war jetzt menschliches Versagen. Da kann der arme Held nichts für. Spiel und Kette, nein. Spellsword, Spellsword, Archmage. Was wollt ihr von mir? Spellsword, Feuerdingens. Ja, sterben wir mal, würde ich sagen. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich springen. Und einen großen Dolch werfen. Mit der Spezialattacke. Aber, nee. Na gut. Tag, den Kunden, Abend loben. Die Klasse ist eigentlich ganz gut, aber wir haben sie absolut nicht ausgebaut. Wir haben weder Mana erhöht, noch Int erhöht, noch sonst irgendwas. So, ja. Mein Dolch ist größer als deiner. Warum? Ah, okay. Oh, und wir schubsen ihn mehr zurück. Das ist praktisch. Okay. Oh. 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 Ah, es klappt ganz gut, ihn so auf Distanz zu halten. Und immer einmal treffen. Haben wir ein neues Mana. Mal wieder ein bisschen auf Distanz halten. Aber ja, wenn wir ein bisschen mehr Mana und Int erhöhen würden, dann wäre die Klasse echt super. Aber ich spiele mal lieber diese einfach nur Draufhautypen. Oh, oh. Oh, nein, da darfst du nicht durch. Quietsch. Quietsch. Komm, 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 komm. Einmal noch treffen und dann ist... Ende im Gelände, weil ich noch Mana habe. Nein, habe ich nicht. Oh. okay. Woran ist er gerade gestorben? Das war nicht mein Dolch, oder?
Egal. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut läuft, aber hey. Schön wäre es ja, wenn wir mit einem ungeskillten Charakter, den ich fast nie spiele, doch den Endboss besiegen. Na, in der Luft aufgespießt. Nee, komm. Gib mir bitte im nächsten Leben ein Paladin. Aber jetzt erstmal einen kleinen Cut. Bis gleich.